Hier gehen doch glatt Modeträume in Erfüllung. Wer wäre nicht gerne stolze Besitzerin von Gucci-Schuhen? Im Fürstenhaus von Monaco ist das allerdings nicht Prinzessin Gabriella, sondern ihr Bruder Jacques. Mama Charlene hat den Mini-Prinzen für das traditionelle Sommerpicknick im Herzen Monacos ganz schön herausgeputzt. Zu einer klassischen Short in Beige trägt der Vierjährige ein schickes weißes Hemd und blaue Designerschuhe des italienischen Luxuslabels. Schaut man sich den Blondschopf so an, könnte man fast meinen, hier stünde schon ein richtig junger Mann auf dem royalen Parkett. Diesen Eindruck weckt nicht nur die edle Kleidung, sondern auch Jacques' Verhalten. Anstatt sich wie andere Gleichaltrige stets hinter Mama oder Papa zu verstecken, tritt der Erbprinz selbstbewusst vor die Menge und ist vor allem seiner Zwillingsschwester immer einen Schritt voraus. Dabei lässt er die Hände von Schwester Gabriella und Mama Charlene nicht los und scheint die Rolle von Papa Albert spielend leicht einzunehmen. Der ist zwar das Familienoberhaupt, doch in Söhnchen Jacques steckt ein echter Beschützer. Wer weiß, vielleicht kann das Fürstenhaus so in Zukunft ja auf Bodyguards verzichten.